Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in einer vorgestellt Runde und zwar Vorschau Nummer 3 von Traders Live Simulator. Und ja, wir schauen da nochmal rein. Ich habe noch ein bisschen was offen, allerdings hatte ich schon eine Folge gemacht, die leider in den Sand gegangen ist, weil das Mikro nicht richtig war. Aber ist ja nicht schlimm, das, was ich euch zeigen wollte, kann ich immer noch zeigen. Da gucken wir mal weiter. Wir waren ja letztes Mal mit dem Auto unterwegs und das müssen wir nochmal schauen, dass wir das hinkriegen, ne? Okay, nach dem Intro geht's weiter. Bis gleich. So, da sind wir wieder in unserem Haus. Nee, nicht da rein, da raus. Wir gehen. Was sind unsere Werte? Urin, 62, Verschmutzung, Hunger. Ach, dann können wir ja mal gerade hier noch eine Dusche nehmen, oder? Dann sind wir nicht mehr so verschmutzt. Hunger ist 64, Urin ist... Okay, dann gehen wir auch noch gerade auf Toilette, wo wir hier sind. Und da brauchen wir noch was zu essen im Endeffekt. Wenn es 0 ist, ist gut. So, Tür auf mit F. Es regnet. Wir nehmen unser Auto und unser Auto war ja die Geschichte mit hier, da 98, 71. Auto ist zu 71% kaputt. Wir wollten jetzt schauen, dass wir das reparieren. Und erstmal schauen wir gerade, dass wir das Essen wegkriegen. No Zucker, Mais left. Es ist 8 Uhr. So, ich glaube mal, wir müssen schon bremsen, sonst hält er da nicht an, oder? Ah, ging sogar tatsächlich. Jetzt holen wir uns ein paar Burger. Ihr seht, ich habe ein bisschen Geld auf der Bank. Ich habe auf der Visa-Karte Geld und ja, habe die Kasse geplündert. Ne? Und nee, ich habe einen Kredit aufgenommen. So war das. Hatten wir natürlich letztens nicht. Jetzt ruckelt das ganz schön stark. Aber naja, ist jetzt nicht so der super tolle Run hier. Ich hatte letztens Tee und sowas, wie ihr gesehen habt, hatte ich gerade verkauft, da auf den Tresen gemacht. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier was zu essen kriegen. Wir kaufen mal eine Pizza, einen Burger essen. Wir. Und jetzt könnte ich das essen. Okay, das heißt, ich muss nochmal einen Burger kaufen. Dann müsste es ja fast weg sein. Und jetzt E und dann ist es 0. Passt. Tschüss, mach gut. Wir gehen wieder raus. Das Gewitter ist immer noch da. No Zucker, Mais haben wir. Ja, man kann natürlich nicht alles haben, ne? Arbeitsgelder bezahlt, Darlehenszahlung vom Bankkonto abgezogen, okay? Ja, hier können wir nochmal gucken, ne? Nachfüllen 97 das Öl, das kann man hier jetzt hier da nachfüllen. Haben wir aber keins mehr. Also schlecht. Das war falsch. F will mal, wir wollen ja fahren. Hier ist Gas. Also hier können wir tanken. Haben wir schon getankt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, getankt haben wir noch nicht, ne? Und dann da nochmal F. Bindelsold. Ne, das war es nicht. Refill 111. Haben wir so viel? Nicht auf der Tasche. Kann man das machen? You don't have enough money. Das bedeutet... Klappt hier wieder nicht. Wo sind wir jetzt gerade? Wo ist die Tankstelle? Hier. Der Automat muss ja hier in der Nähe sein. Also gegenüber. Schließen ist da unten. Ja. Shift. Da ist der Automat. Dann müssen wir mal gucken, dass wir Kohle überweisen. Wir haben... Auf der Bank 450. Ich würde jetzt mal sagen, machen wir da 200 drauf, ne? Nee. Ins Portemonnaie müssen wir das machen. Stopp. Das würde bedeuten, da bleibt es bei 0. Und hier machen wir 200. Komm, 100 reichen auch, weil 111 war der Preis, oder? Überweisen. So, das haben wir gemacht. Jetzt sind wir flüssig. Jetzt können wir hier auch Geld reinschmeißen, sozusagen Coins, ne? Und unser Auto, no Spaghetti. Also wir wollten eh
Nachgefüllt, getankt. Tanken haben wir schon gesehen. Schließen. So, jetzt müssen wir nur eine Werkstatt haben. So, jetzt lassen wir gerade auf der Karte nochmal gucken. Da war tanken, da ist Öl nachfüllen. Das hatte ich da gekauft. Dann konnte man das nachfüllen. Da oben kann man ein Auto kaufen. Und das ist die Car Mechanic. Car Shop. Ja, eigentlich müssen wir dann zum Car Mechanic, ne? Und mal schauen, ob das klappt. Ich war da schon mal, da hat es nicht geklappt mit dem Reparieren. Das wollten wir ja vielleicht nochmal gerade zeigen. Aber letztes Mal hatte ich da keinen Erfolg. Hier ist die Werkstatt. Wir steigen mal aus und gehen dann dahin. Customer had left, no Frittieröl. So, jetzt sehen wir, es geht schon mal gar nichts, weil gar nichts angezeigt, außer dass es der Car-Mechanik ist. Jetzt steigen wir mal aus, wenn das Auto da näher ist. Jetzt steht da kaufen. You don't have enough money. Ah, Repair Car 350, alles klar. Jetzt komme ich hinter, das heißt, wir müssen gucken, dass wir natürlich hier in der Nähe keinen Laden haben, keinen Geldautomaten haben. Schließen. Das bedeutet, auf ins Auto und zum Geldautomaten. 350 kostet der Schaden, das ist schon mal eine Hausnummer, ne? Ich glaube, hier waren wir jetzt richtig, ne? Da kommt das Städtchen, ne? Ja. Und da vorne muss ja gleich schon der... Okay, jetzt brauchen wir mehr Geld. Also man muss grundsätzlich wohl das Geld im Portemonnaie haben. Hier ist nur Barzahlung gefragt. So, das heißt, wir gehen da mal rum. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld wir brauchen. 350 war es eben, aber wir haben gerade die Kiste zu Schrott gefahren. So, jetzt haben wir hier noch 350. Geht jetzt aufs Barkonto und können von der Karte... machen wir mal nur 100 drauf. Ich will hoffen, das reicht, weil wir müssen ja auch andere Dinge noch bezahlen, ne? So, 300. Ach so, nee, da muss ich noch mal einmal hin. Wir müssen noch die 100 jetzt hier transferieren, ne? Nee, da. So, jetzt haben wir es auf dem Portemonnaie, oder im Portemonnaie. So, jetzt müssen wir, wollen wir hoffen, dass wir unser Auto nicht so zerdeppert haben, dass wir es jetzt nicht mehr leisten können, ne? So, auf ein neues. Aussteigen, hingehen. Und immer noch reparieren für 350. So, Auto ist heiler. Jetzt sehen wir das. Also, wir wollen erst sehen. Nein, wir wollen erst sehen. 100, 100, tanken 95, ein bisschen haben wir schon wieder gefahren. Gut, dann ist das schon mal richtig. So, das war geklärt, ne? Das habe ich euch gezeigt, wie man Auto repariert, wie man tankt, wie man isst. Wir haben da alles geschafft. Was denn hier noch? Also bei der Apotheke gibt es ja Tabletten wahrscheinlich. Waren wir da? Weiß ich gar nicht. Aber ist ja auch kein Ding. Können wir ja gerade machen, oder? Oder konnten wir die im Laden dann anbieten? Ich weiß es nicht. Oder konnten wir uns dann nur heilen? Kaufen? Treat yourself 100. You are not sick. Ah, okay. Es geht nur, wenn ich wirklich krank bin. Gut, okay.
Dann haben wir das auch kennengelernt. Jetzt steigen wir wieder aus. Steigen wir aus, ja. Gehen in unser Häuschen. Der Laden ist zu, 14 Uhr und der Laden ist zu. Irgendwas passt nicht. Wir haben alles verkauft, kann das sein? Wow. Haben wir nichts mehr? So, dann haben wir jetzt ein Problem, ne? 178 collected. Ja, jetzt könnte man hier noch so Klamotten kaufen. Wir haben 300 knapp. Ja, aber wir haben keine Ware mehr. Das ist jetzt unser größtes Problem. Kaufen Sie die Farm mit 3,5. Stockwerk können wir auch noch haben. Also das, was wir jetzt hier haben, ist schlecht, weil wir haben gar nichts zum Verkaufen. Das ist äußerst negativ. Gut. Dann würde ich sagen, ist das jetzt hier eigentlich unsere Endmelodie? Wir haben alles soweit gesehen. Wir müssten jetzt Ware kaufen, die wir da hinten irgendwo bei dem Händler da kriegen. Und ja, dann wieder in den Laden stellen, dann wieder verkaufen, wieder ein bisschen Gewinn machen und den ganzen Trubel drumherum bezahlen, wie Sprit und Reparaturkosten Auto, wo wir es kaputt gefahren haben und so, ne? All diese Dinge müssen wir da machen. Da hinten war die Farm. Ich glaube, wir wollten hier hin, weil hier gab es die Sachen zu kaufen. Naja. Und ja, das muss man alles dann so ein bisschen gucken, dass man ja hier bei Jabba günstig einkauft. Und wenn man hier günstig eingekauft hat, dann muss man das wieder teuer verkaufen. Sieht man ja, wenn man hier im Regal was auswählt. Guter Preis. Einkaufen. Ja. Habe ich schon mal reingepackt, ne? Auf konventionelle Art durch den Kofferraumschlitz. Ingwerkekse. Guter Preis. Kaufen wir die auch noch. Kann ich die auch übereinander stapeln, bitte? Ja. 130. Was haben wir denn noch hier so? Guter Preis. Haben wir auch noch eingekauft. 35. Und dann müssen wir noch was kaufen. Jetzt haben wir Essen, jetzt müssen wir noch ein Getränk haben, aber das war Trockenwaren, naja. Wo sind hier Drinks? Ah, ist auch ein guter Preis, ne? Speiseöl, aber ich wollte jetzt was zu trinken hier, so eine Coke oder so ist auch ein guter Preis. Guter Preis ist aber auch gerade, wie wir sehen, kein Gewinn da dran, oder was? Shampoo? Ist da noch was anderes als Cola? Hoher Preis, guter Preis. Guter Preis. Ja, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht drauf geachtet, wie gut der Preis war, ne? Pringles. Speiseöl. Hier unten gibt es noch Konserven. Ihr Thunfisch ist ein guter Preis. Da gibt es 12 pro. Komm, zack. Gekauft. Ja, ab ins Auto damit. Und dann kannst du dann zum Laden fahren und das da ausbarrieren. Das war falsch. F ist richtig. Jabba-Lieferung. Warum bringt er uns das nicht? Warum müssen wir das holen? Naja, ist auch egal. Ja, das bedeutet, ja, durch die Büsche sind wir zum Glück ohne Schaden durchgekommen. Sind wir hier richtig? Nee, hier sind wir falsch.
Wir hätten nicht rechts abbiegen müssen, sondern links abbiegen müssen. So. Dann da hinten rum. Ja, andere Autos kommen ja zum Glück nicht. Ja, und da haben wir schon die Kiste schon wieder zu Schrott gefahren. Das sind die Momente, die man nicht braucht, wenn man einen Gewinn machen will, ne? Autosave, okay. Hier hat Jabba noch ein LKW stehen, oder wie ist das? Okay, und Stopp. Aussteigen. Nichts nachfüllen, weil WASD ist ein bisschen daneben, nicht das E. So, dann kommt das ins Häuslein. So, der Thunfisch, der war wahrscheinlich eine, nee, der ist ja eine Dose, oder? Geht erstmal. Zack, da rast ins Regal. Und dann wieder zum Auto, die nächste Kiste holen. Geht nicht mehr. Doch. So, Kekse kommen jetzt hier mal rein. Falsch gemacht, ne? So, passt. Nach da hinten gebracht. Ab zum Auto, nächsten Karton geholt. Da müssen wir jetzt wohl aufmachen, um die Schokolade rauszukriegen. Da gibt es wohl keine schöneren Ecken und Kanten hier. So, die ist da auch in die Ecke gestellt. Und noch den letzten Karton. Noch eine andere Sorte Kekse hatten wir da auch, ne? Aber wir haben ja alles voll, ne? Ne, da unten ist noch Platz. Einen wollte ich nur haben oder auch zwei. So, auf geht's. Kekse da wegstellen und alles ist gut. Wir haben 19 Uhr und der Laden ist nicht offen. Das ist doch komisch, oder? Gefällt mir jetzt gerade nicht. Hätten wir hier irgendwas machen müssen? Nein, eigentlich nicht, oder? Fallen Sie in Schuppen, sperren Sie das Spiel. Shop öffnet um 7 Uhr. Autoclose Shop, wenn nicht vorrätig. Ja, das war wahrscheinlich das Richtige. Autozahlung, Stromrechnung, Rechnung. Ja, ist alles soweit richtig. Es wird wahrscheinlich jetzt nur so sein, dass 20 Uhr ist und ja, wir hatten, was ist das hier? Stromanschluss, okay. Das Vergnügen wohl nicht, dass das lief. Ja, gut. Dann gehen wir nochmal an den Laptop, speichern die Kiste ab und dann würde ich sagen, soll es das erst gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns
in einer anderen Vorschau, aber dieses hier werden wir ein bisschen pausieren, habe ich schon gesagt, weiß ich nicht. Aber wenn da gravierende Updates kommen, dann gucken wir hier nochmal rein, aber sonst weiß ich nicht, weil wir haben eigentlich alles gesehen für ein Vorgestellt, denke ich mal, war das für dieses Spiel genug. Ich wünsche euch was, bis dann. Ciao!